Moin Moin und hallo und herzlich willkommen zurück bei Date by Daylight. Ja, ich habe jetzt wieder vor aufzunehmen, regelmäßiger. Ich hatte eine Pause, weil ich hatte eine Idee, was ich machen möchte, weil ich das bei amerikanischen oder englischen, sagen wir es mal so, englischsprachigen YouTubern bzw. Streamern mal gesehen habe. Und zwar ist es Play Who You Verse. Und das ist in dem Fall das Prinzip, ich spiele eine Runde Survivor und werde dann den gleichen Killer spielen mit denselben Perks und Add-ons wie der, gegen den ich gespielt habe. Ich wollte erstmal alle Killer auf Maximum bringen. Die Sache ist, das dauert lange. Ich habe nicht alle Killer auf Maximum. Ich habe gerade mal einen Killer auf Maximum, wo ich alle Perks freigeschalten habe. Bis auf jetzt die Demogorgon-Perks. Und ja, das heißt in dem Falle, ich mache meine Regeln so. Habe ich die Perks, rüste ich sie aus? Habe ich die Addons, rüste ich sie aus? Sollte ich das Addon bzw. das Perk des Killers nicht besitzen, bleibt dieser Platz frei. Dann darf ich nicht selber was hinzufügen, dann werde ich den Platz rausnehmen. Sprich, habe ich das Perk nicht, habe ich einen Perk weniger. Das wird das Prinzip sein. Problematisch an dem Fall ist, ich bin von Survivor-Rang sehr weit unten, weil ich halt lieber Killer spiele als Survivor. Sprich, hier kann es durchaus mal vorkommen, dass ich Killer bekomme, die gerade mal frisch angefangen haben und erst einen Perk oder sowas drauf haben, aber dann ist das so. Aber schauen wir mal. So wird man besser, so kommt man ein bisschen klar, lernt vielleicht neue Kombis kennen. Finde ich ganz interessant als Videoidee und das möchte ich dann öfters machen. Solange bis dann COD draußen ist. Bei COD werde ich dann die Kampagne machen und dann relativ zügig hoffentlich mit der Kampagne durch sein, weil dann ab 15. November Pokémon draußen ist und ich möchte auch Pokémon machen. Super. Ich hoffe, dass langsam mal das dann mit dem Update auf die dedizierten Server dementsprechend auch die Grafik ein bisschen besser wird. Weil das sieht echt nicht schön aus. Komm, was wird unser Killer? Freddy ist es schon mal nicht. Ist Nebel benutzt worden? So aus. Sehr schön. Ersten Gen haben wir. Zweiten Gen haben wir auch, aber wir sollten das jetzt nicht alle so close beieinander machen. Ich hoffe wirklich, dass hier ein Grafik-Update kommt, ey. Ich habe das Gefühl, es ist ein Stealth-Killer. Ist auf jeden Fall kein Pick. Ah, ja, der ist schon down. Ich würde jetzt vermuten, dass es Ghostface ist. Ghostface. Yeah.
Ach, okay, sie wird gerettet. Sehr schön, Ghostface, freue ich mich drüber. Wieso T-Bag dir? Das ist doch nicht schön. Da war ein Hook direkt neben dir. Das war mein Atmen. Meine Fresse, ich dachte gerade, er wäre hinter mir. Ich hätte jetzt nicht warten sollen, das ist eigentlich eine Verschwendung von Paletten, aber... Ist egal, das Spiel ist schon so fortgeschritten. Oder die Runde besser gesagt. Da kann ich auch ein paar Paletten verschwenden. Ich bin verdammt oft Obsession. Wenn ich überhaupt keinen Perk besitze, was dafür sorgt. Ich mag das Geräusch von großartigen Fähigkeitschecks. Das klingt so nach Erfolg. Das Gute ist, oh, hoppla. Dann laufen wir jetzt hinter. Okay. Okay, er hat gerade wieder seine Fähigkeit aktiviert. Hi. Was wollt ihr?
Ja, dann... Oh. Ohne Add-ons. Okay. Gut, dann werden wir jetzt ein Match nur mit heimlicher Verfolgungsjagd nehmen. Dann ist jetzt Ghostface. Sogar dieselbe Map. Ah, nee, nicht. Nicht dieselbe. Eine ähnliche. Die für die Frames einfach droppen, das ist unglaublich. Dedizierte Server? Ich freue mich schon drauf. Wenn dann hoffentlich weniger Belastung der Konsole allein dafür produziert sorgen könnte, dass die Performance besser ist und die Grafik auch. Weil wenn man das sich hier anguckt, das sieht echt schön aus. Okay. Der hat keine Schmerzgeräusche gehabt. Was ist das denn? Hi. Komm her. Ich weiß, dass da noch jemand war, aber es ist mir egal. Okay, bewegen kann sie sich schon mal. Aber das ist mir egal. Damit sind schon zwei Gens erledigt, weil ich nichts habe, um die Gens zu verlangsamen. Das wird echt hart, weil ich halt nichts habe. Um dafür zu sorgen, dass die Gens nicht so schnell ploppen, weil das geht auf diesen Rängen einfach so zügig. Eigentlich kaum eine Chance hast ohne. Okay. Das war schlecht gelaufen von ihr. Da ist sie mit live. Aber es ist egal. Scheiße. Ist okay. Kannst nicht mal. Deinen hässlichen Flashlight. Ja, war klar.
Komm schon. Haben wir dich? Okay. Das ist Nummer zwei. Du nervst mit deiner Flashlight, merkst du das nicht? Die S sollte weg sein, für jeden Fall, dass es hat. Ah, okay. Der dort. Du bist direkt zu mir gerannt, tut mir leid. Okay. Hat sich gut bewegt. Der macht jetzt sicher nochmal dasselbe. Oder auch nicht. Kann ich nicht aufheben, falls du Entscheidungsschlag hast. Oder DS, je nachdem, wie man es nennen möchte. Hi. Sehr schön. Alive. Okay. Mama. Ich hätte jetzt erwartet, dass unsere Fang mit dem... mit der Taschenlampe jetzt so zu uns kommt. Damit sind wir bei 3 Stacks. Niemand hier. Ich hätte jetzt gesagt, dass sie hier sind. Hi. Ja, ist okay. Ups. Er lockt mich verdammt weit weg, das ist nicht gut. Okay. Das Momentum, das wir haben, haben wir auf jeden Fall verloren. Oder sagen wir, das Momentum, das wir hatten, haben wir verloren. Ah!
Aber egal. Sie will geht auch nicht. Damit haben wir schon mal einen, der tot ist. Das ist gut. Haben wir dich? Wo willst du hin? Du hast Dead Up. Das merken wir, haben wir uns gemerkt. Jetzt. Okay. Ist in Ordnung. Auch für dich war das jetzt der zweite Ruck. Da haben wir dich. Live. Du hast kein rotes Licht, woran das rote Licht kannst du nicht orientieren, während ich Schatten der Nacht anhab. Oder Mantel der Nacht. Ja. Kannst du ruhig machen, ist aber egal. Okay, ist in Ordnung. Ja. Wenn man anders keine Punkte kriegt, macht man es halt so. Oh. Knapp daneben ist auch vorbei. Hast du gut gemacht. Hast du Decisive? Hast du deshalb so gespielt? Du hast keinen Decisive. Bist du tot. Damit haben wir drei Tote. Mit nur einem Perk. Ah, schade. Schade, schade. Aber hey, drei Tote. Das lief gut. Wir haben sogar, oh, wir haben sogar einen Punkt gemacht. Ja, das war schön. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, die Idee, die ich da von anderen habe, es ist nicht meine Idee, aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Ich werde das so weitermachen. Hoffe, dass ich dann mit dem Survivor ein bisschen Rang aufsteige, damit ich da halt auch Killer bekomme, die mehr Perks haben. Und ja, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Kommentar, Like, Abo, wäre alles super. Haut rein, Leute. Tschüss mit Ö.